erlauben Sie mir die Vorbemerkung, Frau Malmström, ich kann da auch nicht anders. Mich erinnert so dieser Duktus dieser Dokumente, der erinnert mich so ein bisschen so an die Dokumente am Ende der DDR. Da wurde immer so von der unverbrüchlichen Freundschaft mit der Sowjetunion gesprochen. Es wurde immer unverbrüchlicher, dass es einem unheimlich werden konnte, und immer mehr Leuten kam das dann auch komisch vor. Also unsere Leute sind ja auch nicht dümmer gewesen. Und so kommt mir das vor. Und glauben Sie mir, ich habe so eine innere Aversion gegen diese Art der Unverbrüchlichkeit. Und so ist aber auch Ihr Glaube an das Gute. Und den will ich Ihnen auch nicht nehmen. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen zynisch reagiere. Aber ernsthaft, das, was in dem Bericht steht, das ist doch in keiner Weise hinreichend. Ich will nur ein paar Punkte nennen. Das erste ist, Sie verkünden hier, was alles an tollen Erfolgen erreicht wurde. Gucken wir uns doch mal bitte Ihre Aufzählung an in dem Annex. Das lohnt sich. Und da werden Sie feststellen, dass dort Ereignisse benannt wurden, die nicht nur durchaus mit Terrorismus zu tun haben. Können Sie einfach mal selber durchdeklinieren. Ich erspare mir das. Wo einfach rausgenommen wurde, was so in den letzten Jahren mal passiert ist. Wo irgendwie mal was Terroristisches mehr oder weniger daran beteiligt war. Das haben Sie hier einfach getan. Das ist überhaupt kein Beweis dafür, ob SWIFT daran einen Anteil hatte. Ich sage Ihnen ganz offen, erst dann hätte doch SWIFT eine Wirkung, wenn durch diese Daten eine Straftat verhindert worden wäre, und zwar nur durch diese Bankdaten, dass Sie gewissermaßen das Zünglein an der Waage sind und dadurch ein Beweis erbracht werden kann, dass es unwiederbringlich notwendig ist, so etwas einzurichten und beizubehalten. Davon ist nichts da, weder technisch erklären Sie uns das, wie das funktioniert, noch sachlich anhand von konkreten Ereignissen. Da ist 0, nichts, und ganz ernsthaft, diese Nummern kennen wir und auch die Zahlen, die haben uns schon andere Leute erzählt. Es ist für mich kein Fortschritt. Das zweite, Suspendierungsgesuch. Sie sagen, Sie haben eine schriftliche Versicherung, da sind wir wieder bei der unverbrüchlichen Freundschaft, wird nicht zu unrechtmäßig, wurden Daten eingesehen. Welche Beweise haben Sie dafür? Welche Beweise haben Sie dafür, dass tatsächlich das der Fall ist? Gibt es nur die Versicherung? Also die kann ich Ihnen auch ausstellen, so oder so, oder jemand anderes. Ganz ernsthaft, welche Beweise wurden Ihnen vorgelegt? Welche Daten, welche Fakten wurden Ihnen vorgelegt? Welche Materialien wurden Ihnen vorgelegt, um darzulegen, wie es tatsächlich ist? Der nächste Punkt. Wer hat denn jemals untersucht oder untersucht noch, wie es gewesen ist, dass die NSA in SWIFT eingedrungen ist? Hat das jemand untersucht? Hat jemand diesen Vorwurf wirklich praktisch untersucht? Von der EU, von den USA, von wem auch immer auf dieser Welt? Können Sie mir das genau sagen? Was gibt es da für konkrete Ergebnisse? Ich meine nicht die schriftlichen Versicherungen, sondern die konkreten Ergebnisse. Und bevor Sie an eine Neufassung von irgendeinem SWIFT denken, EU-SWIFT oder ein SWIFT-Light oder ein SWIFT mit freundlicher Unterstützung der NSA, ist mir egal. Bevor Sie da irgendwie dran denken, also glaube ich, müssen wir doch nochmal diese Frage wenigstens klären. Ja? Sie sagen so, das ist für Sie dann abgeschlossen und dann ist das mit SWIFT irgendwie bald vorbei mit den Untersuchungen, und das Suspendierungsgesuch kann man dann abweisen. Sie haben 0, nichts auf den Tisch gelegt, und das ist völlig inakzeptabel. Und noch etwas zur PNA-Geschichte. Sie sagen, die haben sich an die Verträge gehalten. Ja, frage ich auch. Welche Beweise haben Sie? Wissen Sie, wovon ich die Nase voll habe? Ich sage es mal so offen. Dass man mir einfach etwas erklärt, ohne dass ich etwas real in die Hand bekomme. Und das ist in dem Fall der Fakt. Und ich sage abschließend, was hier passiert, ist die Ignoranz der wirklichen Situation. Wir machen uns als Europäisches Parlament und Sie auch als Kommission und einschließlich Rat lächerlich. Und zwar vor den Bürgerinnen und Bürgern, die nächstes Jahr zur Wahl schreiten. Was oder wen sollen die wählen? Unter der Voraussetzung, dass noch nicht mal existenzielle Grundrechte gesichert werden und dafür alles getan wird, um die Dinge aufzudecken. Es werden Rechte ausgehebelt, völlig hemmungslos. Und Sie glauben nicht ernsthaft, dass wir das, was Sie uns hier vorlegen, akzeptieren und dass dafür Geld verschwendet wird. Das ist für uns inakzeptabel, und insofern kann man das nur zurückweisen.